So, meine liebsten Freunde von heute. Wir werden heute probieren, den Zug umzusetzen, also die Linie zu bearbeiten. Weil er sagt mir ja, nee, ich möchte nicht auf dem Gleis parken, Mami. Wir sagen den, der soll in diese Richtung soll da lang fahren. Wir machen natürlich aber auch gleichzeitig Schilderchen noch ran. Heißt, wenn hier vorne darf keiner da lang fahren, hier vorne auch keiner, wenn er da lang fährt. Hier rein darf keiner fahren, wenn da einer fährt. Hier darf keiner lang fahren, wenn da einer ist. Hier darf auch keiner fahren, wenn da einer ist. Und hier darf keiner fahren, wenn da einer ist. Der sieht irgendwie scheiße aus. Aber es ist mir egal. So. Haben wir. Hier darf keine lange von mit deiner ist, hier darf keine lange von mit deiner ist. Und dann haben wir hier noch unseren Dings. Also hier darf keine lange von mit deiner ist, hier darf keine lange von mit deiner ist. Hier darf keine lange von mit deiner ist. Du darfst nicht aus von deiner ist, du darfst nicht aus von deiner ist. Zwischendurch machen wir hier noch mal ein extra. Kompliziertes Bahnsehen ansehen. So. Und so fährst du denn jetzt los, wenn du sagst, du darfst dich nicht stehen. Gut, wir werden das mal gucken, Linie verwalten. Den wieder raus, in den Zug und hinzufügen. Dieser Punkt hier bitte. Dann bitte auf den Güter. Oder habe ich falsch geklickt? Also jedenfalls geht das jetzt los. Der Güterverkehr, der Personenverkehr, alles fährt an. Natürlich werden wir jetzt sehr weit ins Minus rutschen, dafür haben wir jetzt aber Zeit, ein bisschen drüber zu reden. Was jetzt los ist. Also, mir wurde vor langer, langer Zeit, ich weiß nicht, wann das jetzt Video war, das ist wirklich schon Ewigkeiten her, gesagt, mach doch mal wieder Videos. Das ist gut. Das war ich, gehe ich hin. Wenn der jetzt noch nicht fährt, weil wir noch nicht richtig fahren, also wir müssen erstmal ankommen. Schon, ja, der macht schon Produktion und hat sogar schon Steine hingestellt. Das ist sehr, sehr lieb von ihm. Einige Lieder finden wir verloren. Ja, wenn unsere lieben Liebe hier unterwegs sind, kommen auch nicht aus. Das Zeitalter ist auch komisch. Gut, ich hinterfrage es nicht. Ich bin mal gespannt, ob das auch mit der Zeit so nach und nach, ja, Dankeschön, sich verändert und wächst und sowas. Wir haben ja auch einen relativ guten Startpunkt, würde ich sagen. Wir können auch noch hier rüberfahren, können damit ein Schiff hier langfahren. Höchstwahrscheinlich, ich hoffe es mal, es ist eine richtig große Map. Das Spiel hatte ja am Anfang Probleme gehabt mit dem Laden. Nicht nur bei mir, sondern bei sämtlichen Leuten auf der gottverdammten Welt. Jetzt geht es natürlich los. Der fährt natürlich durch, weil der noch nicht hier auf diesen Punkt gefahren ist. Das ist natürlich jetzt. Ich muss die Punkte da wegmachen, leider. Schade, wie es ist, aber das Problem ist, er wird sonst durchfahren. Würde er trotzdem vielleicht, wenn, dann kann man es nämlich umdrehen, nicht wahr? Genau, wenden. Wir nehmen jetzt mal die Signale hier raus. Mal, fährt jetzt weiter. Ne, er hält an. Er hält an. Sehr schön.
imitieren. Ist eben so, weil ich finde auch manchmal die alten Züge, deswegen haben wir auch, dass die Fahrzeuge unendlich da sind. Also ich kann selbst im Jahr 2200 mit Dampfzügen fahren. Ich finde es einfach realistischer. Ich finde es realistischer, normal. Und auch in diesem Zeitpunkt, dass man sagen kann, okay, ich fahre hier mit Dampfzug statt Dings. Selbst 20 km/h. Es ist ja nicht weit. Wir werden jetzt auch noch nie so viel laden und sowas. Das wird schon gut gehen. Alter, diese Flasche im Hintergrund, das nervt mich am Tode. So. Nehmen wir überhaupt schon was ein? Das ist natürlich die große Frage. Wahrscheinlich viel zu wenig. Wir haben natürlich viel zu viel Ausgaben. Wir haben jetzt fast 10 Millionen ausgegeben. Größer vorspulen. Ja, was sind meine Pläne jetzt in nächster Zukunft? Habe ich echt keinen Plan. Ich hätte aufgehört gehabt, weil es gab Kommentare oder Gespräche mit Bekanntschaften und so. Die haben gesagt, nee, ob das jetzt so und du, nee, so toll ist es nicht. Jetzt will auch mein Bruder ein bisschen anfangen und dann dachte ich, vielleicht kann man doch wieder mal ein bisschen machen. Muss ich mal schauen. Wir werden hier auch noch sagen, komm, ihr kriegt hier auch noch ein Ausfahrtssignal auf B-seitig. Dass die ja nicht so mit ihm weiterfahren, bis sie hier drüber sind. So langsam sind sie jetzt, glaube ich. Nicht. Das geht ja auch noch. Das ist bloß schade für die Leute, die jetzt einsteigen wollen. Der Zug ist an sich schon losgefahren. Stein. Also das heißt, wir haben schon ein paar Steine hier abgeliefert in welchen Firmen. 1, 2, 3 Arbeitsplätze. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Hast du jetzt Emissionen, muss man gucken. Also das ist die Emission. Oh, wir haben Straßenbahn. Hänge mich aber jetzt noch nicht rein, weil wir haben viel zu wenig. Wir haben gerade angefangen. Wie gesagt, eigentlich fängt man mit dem Jahr 19 irgendwas an. Aber das ist mir dann doch schon ein bisschen. Nee. Mit dem Jahr 1800. Und ich möchte ja auch nicht die letzten 3 Jahre da sitzen, um zu sehen, was passiert in der Zukunft. Jetzt sind 28. Im Stream spielen wir zum Beispiel auch Deponia, fällt mir so ein bisschen ein. Und ich habe auch zu Hause jetzt, dadurch, dass ich umgezogen bin, auch ein paar Sachen, die ich mache. Ich habe mir zum Beispiel für den Balkon ein Blumentreppe selber hergestellt. Also selber gebaut, selber gebastelt, konstruiert. Ja, ich muss sagen, ich habe seit langem mal wieder was mit Holz gemacht. Ganz einfach. Das ist kein Meisterbau. Wenn wir Geld haben, werden wir hier drüben mal versuchen, irgendwas noch zu bauen. Vielleicht können wir hier mal eine Straßenbahn anfangen. Ich weiß nicht, fahren hier so. Irgendwie muss doch hier drüben mal so ein paar Straßen verlegen. Straßen gerade. Wir werden wahrscheinlich auch mehr Passagiere haben und dann auch mehr einnehmen natürlich. Wir haben natürlich jetzt auch teure Bahnen. Wenn ich mal einen kleinen angefangen hätte, hatte ich aber das Problem gehabt, dass man zu langsam einnehmen. Aber was brauchen die? Versorgung, Pakete oder was waren? Oh, okay. Das ist auch diesmal ganz anders. Jede Stadt hat seine Sachen, die sie haben wollen. Nicht jeder möchte zum Beispiel Nahrung. Die wollen zum Beispiel
nur Waren und so Wärme, Öl, sowas. Treibstoff, sag ich doch. Ist ja das Gleiche. So. An sich sind die 10 Minuten wieder um. Dritter Part. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit, die ich verwenden muss. Noch eineinhalb Stunde. Und ich weiß nicht, was ich mit der alles anfange. Wir haben eine wirklich, wirklich große Map hier, die wir gucken müssen. Wir werden hier versuchen, minimal zu bauen, nicht wie letztes Mal einfach riesig bauen. Wir werden es minimal halten, wir werden es versuchen, etwas schöner zu machen. So wie das hier ist, gefällt es mir schon einigermaßen. Wir sind aber auch am Probieren von vielen Sachen, dadurch, dass ich noch nie, noch nie so dieses, ich kann Bahnhof bauen, wie ich lustig bin, wie hier. Du kannst auch hier inzwischen gleich noch reinnehmen, dass Güter durchfahren können, Güterzüge und nicht außen herum irgendwie, wie im letzten Part. Das ist schon was Geniales. Aber darum kümmern wir uns etwas später, vielleicht auch ein bisschen wegen Einnahmen, Ausnahmen gucken. Vielleicht nochmal Straßenbahn benutzen, dass mehr Zug benutzt wird, weil der Zug ist ja... Ich sag nicht dazu. Das werden wir nächstes Mal gucken. Wir können ja noch, glaube ich, Kredit aufnehmen. Ein Hauptquartier? Ich kann ein gottverdammtes... Was soll ich mit einem Hauptquartier machen? Was ist das? Okay, Leute, hier habe ich noch ein kleines bisschen was zu tun. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Nancy. Ciao, ciao.